Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herdöpfel sind ja bekanntlich außerordentlich vielseitig und darum in den Schweizer Haushaltungen auch nicht zufällig ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Im Übrigen gehören Herdöpfel zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln. Sie enthalten wenig Fett, aber viel Stärke und Nahrungsfasern und ein hochwertiges Eiweiß. Weil 3/4 der Herdöpfel aus Wasser besteht, sind sie auch kalorienärmer als zum Beispiel Brot oder Teigwaren. In der Schweiz wird eine ganze Palette von Herdöpfelsorten angebaut und geerntet. Von den bekannten Frühsorten wie Sirtema oder Ostara bis zu den beliebten Palma und Stella. Nicht alle Herdöpfel sind zum sofortigen Konsum bestimmt. Sorten wie Deba lassen sich sehr gut lagern und zu vielseitigen Fertiggerichten verarbeiten. Bei der Frigemo AG in Cessier im Kanton Neuenburg, wo die Herdöpfeltiefkühlprodukte von Coop hergestellt werden, treffen die meisten Herdöpfel mit der Bahn auf umweltfreundlichem Weg ein. Eine erste Qualitätskontrolle stellt sicher, dass Herdöpfel keine Schäden oder Fäulnis aufweisen und dass der Stärkegehalt in Ordnung ist. Dann geht es ab ins Lager, wo 30'000 Tonnen Herdöpfel bei der richtigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit frisch bleiben, bis sie in Produktion kommen und zu den verschiedensten Goldstar-Spezialitäten verarbeitet werden. Werfen wir doch einmal einen Blick hinter die Kulissen. Ähnlich wie in einer Bäckerei wird aus den Herdöpfeln und den übrigen Zutaten ein Teig gemischt. Da nehmen die beliebte Pommes Duchesse-Form an. Und bekommen anschliessend in der Fritteuse gesunde Brühe. Den Rest kennen Sie. Tiefgekühlt bleiben Goldstar-Herdöpfel-Spezialitäten absolut frisch und sind jederzeit auf Abruf bereit. Das lange Kochen und Rüsten kann man sich also ersparen. Und als knusprige Beilage zu fast allem sind sie im Handumdrehen auf dem Tisch. Goldstar-Herdöpfel, die wachsen nur bei Coop. Aus Diskussionen wissen wir, dass über die Herstellung von alkoholfreiem Bier zum Teil ganz falsche Vorstellungen zirkulieren. Dass daran aber nichts geheimnisvoll ist, möchten wir Ihnen mit dem nächsten Beitrag zeigen. Für das Teil alkoholfrei braucht der Braumeister ausgesuchtes Braumalz, würzigen Hopfen und glasklares Wasser, das er nach altem Rezept erhitzt, würzt, läutert und mehrere Stunden lang kocht. In der grossen Gärbottich wird Hefe zugesetzt. Im Gegensatz zum normalen Bier wird das Teil alkoholfrei, aber nur leicht angegärt. Dann kommt es in den Lagerkeller, wo es reift und wo sich auch die prickelnde Kohlensäure bildet. Sie sehen also, nicht der Alkohol macht ein gutes Bier, sondern die bewährte Kunst vom Braumeister. Zu den Konfitüren haben viele noch ganz eine besondere Beziehung. Die einen schwören auf selber gemacht und haben auch gerade ein spezielles Rezept zur Hand. Die anderen suchen eine besonders fruchtige. Wieder andere haben Konfi lieber ein bisschen fester oder dünner. Die Lösung heisst vielleicht einfach Bon Maman. Strahlendes Geschirr und Besteck und alles Phosphat- und Giftglasfrei? Kein Problem, sagen die Fachleute von Steinfels. Und die müssen es ja wissen. Die Schlafgrün ist das erste und einzige Markengeschirrspülmittel ohne Phosphate und ohne Giftstreifen. Dank einem speziellen Zusatz gegen Kalk wird ihr Geschirr jetzt noch strahlender. Die Schlafgrün, eine Pionierleistung des Schweizer Herstellers Steinfels. Und die Entsorgung? Platzsparender geht's nicht. Auch heute jetzt noch ein Hinweis auf die günstigsten Sonderangebote, die Sie morgen in unseren Läden kaufen können. Ein Erika im Topf kostet bei Coop nur 3,20. Und am Freitag und Samstag bekommen Sie den 500 Gramm Butterzopf für nur 2,60. Die 800 Gramm Packung Fondue-Käse von Coop gibt es für nur 6,55. Außerdem offerieren wir Ihnen den Sattrap-Staubsauger 40 Franken billiger für ganze 155 Franken. Zum Abschluss oder zum Dessert für heute noch etwas Süßes. Jetzt gibt es neu eine Premium-Linie von Arni mit besonders feinen Confiseur-Biscuits. Das Schokomedaille, das Rigolo, das Cœur de Lys und ganz neues Engadina, das von der Arni Confiseur nach einem Spezialrezept aus den Bündnerbergen aus allerfeinsten Zutaten entwickelt worden ist.
Wie jeden Mittwoch langt unsere Sendezeit nur zum Vermitteln von einem kleinen Teil der aktuellsten GoP-Leistungen. Was wir Ihnen sonst noch alles bieten können, erfahren Sie am besten bei einem Besuch in einem von unseren 1200 grossen und kleinen Läden in der ganzen Schweiz. Ich darf mich verabschieden und wünsche Ihnen einen schönen Abend.